Solange ein Mensch noch nicht imstande ist, sich selbst einen Lebensplan zu bilden, solange ist und bleibt er unmündig. Noch immer habe ich mich nicht für ein Amt entscheiden können. Und du kennst die Gründe. Gern will ich immer tun, was recht ist. Aber was soll man tun, wenn man dies nicht weiß? Ein freier, denkender Mensch bleibt da nicht stehen, wo der Zufall ihn hinstößt. Er bestimmt nach seiner Vernunft, welches Glück für ihn das höchste sei. Er entwirft sich seinen Lebensplan und strebt seine Ziele nach sicher aufgestellten Grundsätzen mit allen seinen Kräften entgegen. Aber ist es nicht eine Unart, nie den Augenblick der Gegenwart ergreifen zu können, sondern immer in der Zukunft zu leben? Und doch, wer wendet sein Herz nicht gern der Zukunft zu, wie die Blumen ihre Kelche der Sonne? Ein schönes Kennzeichen eines solchen Menschen, der nach sicheren Prinzipien handelt, ist Konsequenz, Zusammenhang und Einheit in seinem Betragen. Das hohe Ziel, dem er entgegenstrebt, ist das Mobil aller seiner Gedanken, Empfindungen und Handlungen. Folgen und mich von der Befolgung fremder Zwecke ganz und gar entwöhnt. Deiner denkenden Seele stünde jener hohe Charakter der Selbstständigkeit wohl an. Und doch vermisse ich ihn an dir. Du äußerst oft hohe, vorurteilsfreie Grundsätze der Tugend, und doch klebst du noch oft an den gemeinsten Vorurteilen. Ach, ich passe mich nicht unter die Menschen. Es ist eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit. Und wenn ich den Grund ohne Umschweif angeben soll, so ist es dieser. Sie gefallen mir nicht. Tausend Menschen höre ich reden und sehe ich handeln. Und es fällt mir nicht ein, nach dem Warum zu fragen. Sie selbst wissen es nicht. Dunkle Neigungen leiten sie. Der Augenblick bestimmt ihre Handlungen. Sie bleiben für immer unmündig und ihr Schicksal ein Spiel des Zufalls. Sie folgen ihnen im Gefühl ihrer Schwäche, wohin es sie auch führt. Zum Glücke, das sie dann nur halb genießen. Zum Unglücke, das sie dann doppelt fühlen. Ich weiß wohl, dass es bei dem Menschen wie bei dem Spiegel eigentlich auf die Beschaffenheit beider ankommt, wie die äußeren Gegenstände darauf einwirken sollen. Und mancher würde aufhören, sich über die Verderbtheit der Sitten zu beschweren, wenn ihm der Gedanke einfiele, ob nicht vielleicht bloß das Bild und der Spiegel